Dieses Seminar wird aufgenommen, genau. Daher bitten wir Sie, Ihren Ton auszulassen und auch Ihre Kamera auszulassen. Wenn Sie Interesse haben, dann stellen wir Ihnen das gerne bei Bedarf dann auch anschließend zur Verfügung. Und dann können Sie sich das nochmal in Ruhe anschauen und nochmal nachvollziehen. Mein Kollege Herr Hoffmann aus dem Sales-Team wird unseren Chat heute betreuen und er freut sich über Ihre vertrieblichen Anfragen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, zwischenzeitlich gerne einfach in den Chat reinschreiben. Und sollten dann inhaltliche Fragen noch aufkommen, dann können wir die gerne im Anschluss nochmal gemeinsam besprechen. Der heutige Termin dient dazu, Ihnen nochmal aufzuzeigen, was sich seit EasyMap 11.2 getan hat. Mittlerweile sind es 3 Generationen, die wir uns heute dann in Ruhe nochmal anschauen und eben die Highlights dann nochmal aufzeigen. Die Neuerungen werde ich heute nicht nach den verschiedenen Versionen oder Editionen getrennt und nochmal genau deutlich sagen, welche jetzt in welcher Edition vorhanden ist, sondern ich habe das Ganze halt thematisch und inhaltlich gebündelt, sodass man folgen kann dem Ganzen. Und dann können wir jetzt auch schon anfangen. Der eine oder andere von Ihnen wird vielleicht schon erkannt haben, dass ich mich auch bereits schon in EasyMap befinde, in dem sogenannten Vollbildmodus. Dieser dient super für Einstieg in die Präsentation oder generell, wenn man dann groß was zeigen möchte in EasyMap. Diesen kann ich einmal schließen und dann kommt man in die vielleicht etwas bekanntere Bedieneroberfläche von EasyMap. Fangen wir mit etwas Allgemeinem an. Und zwar, aus EasyMap wurde nämlich EasyMap Office. Wir haben einen neuen Namen bekommen und sogar ein neues Logo. Und im ganzen Rahmen haben wir auch eine neue Website bekommen, easymap.one. Und da kann man rund um das Thema EasyMap, EasyMap Office, EasyMap One, sich alles mal durchlesen, was genau sich dahinter verbirgt oder was alles vorhanden ist, was unsere Software kann oder generell einfach weitere Informationen nochmal aufrufen und sich das nochmal in Ruhe durchlesen. Auch hat sich unsere Firma umbenannt. Früher unter Lutum und Tappert bekannt, sind wir jetzt Infas LT. Der eine oder andere wird es am Telefon schon gemerkt haben, dass wir uns da jetzt schon etwas anders melden. Kommen wir nun zu dem Inhaltlichen, zu EasyMap. Das, was ja hauptsächlich interessant ist. Ich habe hier eine Kartenmappe vorbereitet, in dem wir eine Vertriebsstruktur sehen. Wir haben Gebiete schon mal aufgezeigt und können schon mal sehen, wie denn in Deutschland die Verteilung unserer Vertriebsgebiete dann ist. Die erste Frage, die dann meistens folgt, ist, wo liegen denn meine Kunden? Diese Kunden kann man in EasyMap mit einer Symbolanalyse darstellen. Bisher immer über den Weg im Hauptmenü Analysen, Symbole. Neuerdings kann man das Ganze direkt schon datenbezogen über das Steuerungsfenster Daten einspielen. Dafür rufe ich dieses einmal auf. Und hier kann ich nun auch zu meinen Tabellen, die ich bereits eingelesen habe, mir meine ganzen Spalten anzeigen lassen und diese auch direkt formatieren oder bearbeiten. Bietet mir auch den Vorteil, dass ich jetzt per Drag and Drop meine ganze Tabelle auf meine Karte ziehen kann und diese dann auswerte. Oder wenn ich sogar schon weiß, welche Datenspalte ich auswerten möchte, kann ich auch diese direkt auf die Karte ziehen. In meinem Beispiel möchte ich heute die Kundenkategorie auswerten. Das heißt, ich nehme diese Spalte und kann sie nun per Drag and Drop auf meine Karte ziehen. Ich kann jetzt auswählen, welche Analyse ich verwenden möchte. Wie bereits erwähnt, hätte ich hier gerne die Symbole. Auch die Platzierung haben wir erweitert. Diese Maske haben wir nun versucht
zu komprimieren, zu vereinfachen und EasyMap auch viel intelligenter und lernend zu entwickeln. Das heißt, alles, was ich hier einmal einstellen, kann sich EasyMap merken und wird demnächst priorisiert. Ich wähle hier jetzt einmal die Platzierung über die Postleitzahl aus. Das ist die Platzierungsart, die es in allen älteren Versionen auch bereits gab. Das bestätige ich einmal. Und dann erhalte ich eine bereits klassifizierte Symbolanalyse. Diese Symbolanalyse kann ich, wenn ich möchte, hier in dem Eigenschaftsfenster weiter anpassen, so wie bisher auch. Das heißt, möchte ich die Farben anpassen, kann ich das hier ändern, genauso wie ein anderes Symbol oder Größen. Auch weitere Klassifizierungen in den Merkmalen ist weiterhin natürlich möglich. Der Unterschied zu früher ist nun, dass er dadurch, dass wir ihm die Klassenspalte schon mitgegeben haben, jetzt auch diese Merkmale oder das Merkmal direkt auswerten konnte und eben schon die Klassen angelegt hat. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie unsere Punkte, platziert wurden. Ich hatte ja bereits gesagt, das Ganze hatten wir über die Postleitzahl platziert, so wie es bisher auch immer üblich war. Ich habe hier eine Beikarte erstellt und wenn ich mir das jetzt mal für die Postleitzahl 53117 in Bonn liegt, die zufälligerweise mal anschaue, dann sehe ich, dass ich einige Kunden habe, die jetzt im Zentrum, im Schwerpunkt meiner Postleitzahl platziert wurden. Üblicherweise liegen die Kunden aber gar nicht da. Das heißt, ich kann gar nicht feststellen, wo genau jetzt mein Kunde liegt. Dafür gibt es jetzt eine neue Möglichkeit. Ich gehe nochmal in die Eigenschaften bzw. in das Kontextmenü meiner Symbolanalyse und hier in die Datengrundlage und kann nun auch eine andere Platzierungsart auswählen, und zwar über eine Adresskodierung. Haben Sie also Daten, Adressdaten zu jedem Kunden, zu jedem Datensatz schon vorliegen, haben Sie jetzt eine genauere Möglichkeit der Darstellung. Diese Adresskodierung wird intern durchgeführt und Sie haben dann ein deutlich genaueres Ergebnis. Diese Kodierung können Sie für die Dachländer durchführen und wir haben eine Genauigkeit in einem Raster von 100 mal 100 Meter. Sollte es einmal noch genauer werden, dann kann man auch über ein Add-on die weltweite und hausgenaue Geokodierung dazu buchen. Aber wir sehen schon an der Hand der Beikarte, dass jetzt unsere Punkte deutlich genauer platziert werden konnten und ich auch feststellen kann, dass ich gar nicht in den Schwerpunkt der Postleitzahl rein muss, sondern dass die tatsächlich eher an den Rand und außerhalb verteilt sind. Um jetzt die Kunden oder die Symbole weiter auswerten zu können, arbeitet man mit Legenden. Wenn ich in der reinen EasyMap-Benutzung drin bleibe, dann habe ich jetzt hier im Steuerungsfenster Inhalt eine Legende automatisch hinzugefügt bekommen. Sie haben es gerade schon gesehen, wenn ich mit der Maus über eine Klasse fahre, werden mir auch nur diese Punkte gehighlightet. Das heißt, hier kann ich dann auch mit Filtern und Weiterverarbeitungen arbeiten. Für eine Printkarte oder möchte ich die exportieren als Bild oder Grafik, dann brauche ich natürlich auch weiterhin meine Legende auf der Karte. Die kann ich jetzt über das Steuerungsfenster Inhalt auch per Drag and Drop auf die Karte ziehen. So kann ich am einfachsten eine neue Legende erstellen. Die Legenden können ab einiger Zeit jetzt auch weiter und viel individueller gestaltet werden. Wir können im Kontextmenü jetzt Legendentypen wechseln. Das ging vorher auch nicht. Das heißt, habe ich eine Farblegende und möchte mir aber mal die Größen- oder Symbollegende anschauen, dann kann ich das jetzt hier einfach ändern und mir mal durchsehen, welche mir dann am besten gefällt oder welche ich denn brauche. Oder aber, ich wechsle nochmal auf die Farblegende,
Ich kann auch verschiedene Legenden-Layouts wählen. Das heißt, hier habe ich die typische tabellarische Darstellung, aber ich kann auch einen Farbbalken oder ein Histogramm wählen. Das heißt, Sie können wirklich nach Ihrem Geschmack und Ihrer Anwendung und Anforderung eine Legende gestalten. Nicht nur, dass ich das Ganze visuell aufbereiten kann, ich kann auch weitere Daten mit einblenden lassen. Möchte ich also wissen, zum Beispiel, wie häufig jetzt ein A-Kunde oder ein B-Kunde vergeben wurde, kann ich hier in die Eigenschaften gehen und auch hier zusätzliche Informationen einblenden lassen, zum Beispiel die Anzahl von Kunden. Und dann bekomme ich die Information direkt mit hinten dran geschrieben. Ich habe ein paar Beispiele für Sie mal vorbereitet, damit Sie vielleicht einen Eindruck kriegen, was jetzt alles möglich ist. Zumal haben wir hier eine Flächenfärbung, wo wir eine Legende im Farbbalken sehen, wobei ich im Farbbalken sogar weitere Attribute mit einblenden lasse. Ich habe ein Histogramm für eine Heatmap, einen Farbverlauf im Farbbalken mit eigener Beschriftung. Ich habe hier eine kombinierte Legende für Sternchen und mit einem Rahmen und Schatten. Also das ist ein bisschen Spielerei, aber auch das ist möglich. Und auch für Diagramme können Sie jetzt hier ein Größendiagramm oder eine Größenlegende darstellen und auch hier eigene Symbole mit in die Tabelle mit einfügen. Kommen wir zu einem nächsten Thema, welches unglaublich häufig an uns herangetragen wurde. Und zwar, wie weit ist denn ein Kunde von uns entfernt? Jetzt haben Sie endlich die Möglichkeit, das berechnen zu lassen. Und zwar können Sie über die Funktion Route berechnen, verschiedene Routenberechnungsarten, also schnellste Fahrzeit oder kürzeste Fahrtstrecke auswählen für verschiedene Verkehrsmittel. Und dann können Sie über die Karte verschiedene Punkte anklicken und kriegen unten rechts in der Statusleiste angezeigt, wie weit Sie fahren müssen und wie schnell Sie fahren oder wären. Wie schnell Sie dann die Kunden erreichen könnten. Das Ganze kann ich dann auch als Grafik abspeichern und die Informationen immer wieder aufrufen. Jetzt wäre das sehr mühselig, für jeden einzelnen Kunden einmal durchrechnen zu lassen. Daher gibt es jetzt kann man die Erreichbarkeitsanalyse auch anwenden. Früher ging das immer nur über reine Luftlinie, dann sah das Ganze so aus. Wir haben einen Standort und wir können schauen, wie weit denn luftlinienmäßig ein Kunde von uns entfernt wäre, beziehungsweise was steckt alles innerhalb von einem gewissen Radius. Und das können wir jetzt eben nicht nur auf Luftlinie beziehen, sondern auch auf Fahrzeit oder Fahrtstrecke. Hier haben wir ein Beispiel eben mit Erreichbarkeit 60 Minuten. Ich kann also feststellen, wie viele Kunden und welche Kunden kann ich eben innerhalb einer Stunde erreichen. Das Ganze gerade noch visuell aufbereitet auf der Karte funktioniert jetzt über neue Abfragemöglichkeiten auch wirklich in Tabellen und mathematisch. Dazu erstelle ich eine neue Abfrage auf Basis meiner Kunden und der Erreichbarkeitsanalyse, die wir gerade gesehen haben, und kann hier einen räumlichen Zusammenhang feststellen. Darüber kann ich nun feststellen, jetzt ist mein Fenster zu klein, hier, wie viele Kunden ich innerhalb von 60 Minuten erreichen kann. Ja. Der ein oder andere wird sich fragen, das ging doch vorher auch über die LinkedIn-Berechnung. Das stimmt leider nicht ganz. Man konnte sich anzeigen lassen für den Kunden, in welchen oder ob der in einem solcher Isochronen- oder Luftlinienbereichen drin gelegen hätte, aber man hätte es nicht weiter auswerten können.
Über diese neue räumliche Verbindung oder räumliche Abfrage kann ich damit jetzt auch wirklich weiterrechnen und gezielte Abfragen erstellen. Wenn ich jetzt also weiß oder festgestellt habe, okay, meine Kunden kann ich eigentlich gar nicht so schnell oder so gut erreichen, kann ich meine Optimierung auch danach nachrichten. Hier habe ich bereits ein Beispiel vorbereitet, in dem ich die eben sichtbaren Gebiete einmal nach Fahrzeit berechnen lassen habe. Und wir können feststellen, dass wir hier in diesem Gebiet in Nordrhein-Westfalen zwar jetzt einen Schlauch haben, den man so normalerweise gar nicht bilden würde, aber man kann feststellen, dass der sich entlang einer Autobahn langhangelt. Das heißt, man fährt zwar weiter dahin, aber ich kann ihn unglaublich schnell erreichen. Und manchmal ist das vielleicht sogar sinnvoller. Nach der Optimierung kann ich natürlich das, was ich eben gezeigt habe, mit Berechnungen, Erreichbarkeiten und auch der Abfragenberechnungen ausweiten und kombinieren. Jetzt hat er sich aufgehangen. So. Das heißt, hier kann ich dann alles auf einmal anwenden und dann hier auch auswerten, welcher Standort hat wie viele Kunden insgesamt und wie viele kann ich davon dann auch in 60 Minuten erreichen, innerhalb von 30 Kilometern Fahrtstrecke oder. Da gibt es jetzt also wirklich genügend Möglichkeiten, diese Optionen in die verschiedenen Bereiche mit einwirken zu lassen. Genauso wie in unseren Distriktanalysen. Auch hier haben wir bisher immer nur reine Luftlinie berechnen können. Ein Beispiel, die Versorgungsgradanalyse. Wie gesagt, reine Luftlinienbasis. Hier könnte man meinen, das ist ja gar nicht so schlecht verteilt. Also alles, was rot ist, wird momentan überhaupt nicht versorgt. Gelb ist eigentlich ganz okay und grün ist zu viel versorgt. Also mindestens 2 Standorte kommen da gut hin. Wenn ich das Ganze jetzt einmal auch auf Fahrtzeit umstelle, dann kann ich feststellen, dass sich das deutlich verschoben hat. Das heißt, meine Gebiete, die ich erreiche, werden teilweise kleiner, wo ich meinte, laut Luftlinie, da komme ich ja ganz gut hin. Das heißt, mit den neuen Möglichkeiten der Fahrzeit und Fahrtstrecke kann ich die Realität deutlich näher abbilden und natürlich dann mein Vertriebsgebiet optimieren bzw. bessere und realistische Ergebnisse erzielen. Habe ich jetzt meine Gebiete also durch die ganzen Möglichkeiten durchgeführt und mal ausgewertet, wie gut bin ich denn erreichbar, beziehungsweise wie gut ist der Kunde erreichbar, dann kann ich feststellen oder habe ich festgestellt, dass ich ein bisschen was geändert habe an meinen Gebieten und kann jetzt eine Gegenüberstellung von neu und alt machen. Auch hier brauchten wir eine neue Abfrage, und zwar die Onion-Abfrage. Die ist Basis für unsere Schraffur, die wir hier sehen. Nur durch diese Abfrage kann ich also darstellen, dass ein Gebiet irgendwo weggekommen ist und irgendwo hinzugefügt worden. Also rot die Abgänge und grün die Zugänge. Möchte ich das jetzt jedem einzelnen Mitarbeiter zur Verfügung stellen, kann ich den bekannten Gebietsreport nutzen und dort sehe ich dann wirklich für jeden einzelnen Mitarbeiter dieses Gebiet hat er abgegeben und die grünen Gebiete hat er hinzubekommen. Und so kann sich jeder Mitarbeiter ein genaues Bild davon machen, welche Gebiete er jetzt zu betreuen hat. Ich habe hier noch 2, 3 Beispiele. Genau. Wenn ich nun jetzt meinem Mitarbeiter sein neues Gebiet vorgestellt habe und er zufrieden damit ist,
kann er sich jetzt auf sein Gebiet konzentrieren und möchte vielleicht wissen, welche Kunden sitzen denn da? Oder habe ich vielleicht einen neuen Kunden, potenziellen Kunden, den ich noch gar nicht kenne? Dafür helfen meistens weitere Daten. Die können Sie jetzt auch über eine integrierte B2B-Datenbank erwerben. Manchmal reicht es auch, wenn man sich einfach nur ein gezieltes Gebiet raussucht. Zum Beispiel hatten wir festgestellt, dass sich in dem Gebiet ziemlich viel getan hat in der Umstrukturierung. Das heißt, ich wähle das Gebiet aus und kann jetzt über das Pro-Menü die B2B-Daten mir anschauen, beziehungsweise schauen, welche Daten denn für mich relevant sind und ob Daten vorliegen. Aus EasyMap nimmt er jetzt die Selektion, die wir vorgenommen haben, und würde jetzt die Daten daran messen bzw. dann auch selektieren. Weitere Selektionen haben Sie auf jeden Fall zur Auswahl. Verschiedene Branchen, verschiedene Größen der Firmen oder vielleicht interessiert Sie auch, wie viel Umsatz die Firmen machen. Diese Daten können Sie dann selektieren und direkt erwerben bzw. direkt in EasyMap integrieren. Wir sind also so aufbereitet, dass die Integration sofort erfolgen kann und dann die Auswertung Ihres Gebietes, Ihres neuen Gebietes, dann direkt auch loslegen kann. Genau. Das war es auch schon. Das waren die Highlights von 11.2. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen, Neues lernen. Und ich habe gesehen, ich glaube, fleißig wurde im Chat geschrieben. Und vielleicht sind ja noch Fragen offen. Ansonsten hoffe ich natürlich, von Ihnen zu hören und dass Sie viel Spaß mit der neuen Software haben und einiges ausprobieren können. Bei Fragen stehen wir natürlich im Service und im Vertrieb immer für Sie zur Verfügung.